Spenden eine noble Tat. Gemeinsam stark, keine Zeit für Angst. Eine Lebenslinie rot und stark. Der Song geht ins Ohr. Gerhard Müller wollte was anderes ausprobieren. Normalerweise erstellt er für die Einladungen zur Blutspende Fotokollagen. Dieses Mal hat er einen Song generiert mit künstlicher Intelligenz. Komm und gib auch du dein Blut her. Ich habe die KI mit Suchbegriffen gefüllt wie DRK, Blutspende, Lebensretter und natürlich auch unseren Namen DRK Heiligendorf-Hattorf. Und dann habe ich da gesagt, pass auf, erzeug mir einen Songtext. Und dann kam dieser Text raus, den ich allerdings noch ein paar Mal anpassen musste. Schreibe einen Song über die Blutspende beim DRK Heiligendorf-Hattorf. Das ist der Befehl für die KI. Mit dem Song soll Werbung für den kommenden Blutspendetermin gemacht werden. Das DRK im Wolfsburger Stadtteil sucht Spenderinnen und Spender. DRK-Vorstand Dieter Kalm hofft, dass der KI-Song die Menschen überzeugt. Wir haben in der Vergangenheit alles Mögliche schon gemacht. Wir haben Ballonfahrten verlost und wir haben im Sommer alkoholfreie Cocktails angeboten bei Blutspenden. Also das hat schon bei uns schon eine längere Tradition und hat auch in vielen Fällen auch ganz schön gefruchtet. Aber man muss heute wirklich gucken, dass man immer neue Ideen hat, um tatsächlich die Blutspender zu locken, dass die dann auch tatsächlich kommen und Blut spenden. Komm und hab ein Herz, sei ein Held wie nie zuvor. Eine simple Tat, doch viel bedeutsamer als man glaubt. Mit einer zweiten KI wird zum Songtext die passende Melodie und Stimme erzeugt. Der Blutspendesong ist bei YouTube, Facebook und auch bei Instagram zu finden. Auch die DRK-Zentrale ist begeistert. Der Blutspendedienst hat sich gemeldet. Das waren dann immer nur positive Reaktionen. Auch die Frage, wie kommt man da drauf und warum ist dieser Text so verrückt in Häkchen? Eine Reaktion war, und die hatte ich selber im Kopf gehabt, dass diese Stimme, die da singt, diese künstliche, wie Johannes Oerding klingt. Und das ist mehreren Leuten aufgefallen. Das fand ich ganz witzig. Vielleicht kommt ja Johannes Oerding zum Blutspendetermin am 27. Februar nach Wolfsburg-Heiligendorf. Suppe und Brötchen gibt es auch. Und der KI-Song hat womöglich Hitpotenzial. Komm und gib auch du dein Blut her. Du wirst sehen, es ist nicht schwer.